So, mal sehen. Ist mal wieder ein bisschen ruhig, aber das ist immer nur die Siehst du? Ruhe vor dem Sturm. Alles Das klar. heißt, gleich geht's eh wieder los. Ah. Na, hier gibt's nix. Wow. Was war? Dann mal los. Ach so, Wie okay. wir's an. Wird er jetzt runterspringen? Oh, ne, hier geht's lang. Hier können wir durch. Vorsichtig. Ich glaube, hier kommt noch nix. Noch nix. Gleich geht's wieder los. Erstmal an alle Ecken kriechen, ob wir noch irgendwo ein bisschen Munition rankriegen. Weißt du, ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger. Du willst es ruhiger angehen. Hey, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Ja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Hallo. Ah, schon wieder eine Dusche. Ah. Ja. Wo kam ich jetzt her und wo muss ich hin? Okay, da lag der komische Typi. Das heißt, da kam ich her. Kann ich hier hoch? Ja. Nun. Zum Anfertigen Select drücken. Ziehe ich ein Anfertigen. Also ein Messer kann ich machen. Obwohl, ich heb mir das mal lieber auf, vielleicht kann ich noch irgendwas Besseres basteln nachher. Da so, gibt's hier oben noch irgendwas? Schön, irgendwelche Tabletten. Also müssen wir da runter oder kam ich da jetzt schon wieder her? Nee, da müssen wir hin. Hier lang. Und da sehe ich doch schon mal was auf der Bank rumliegen. Tess, hier unten. Alles meins, alles meins. Habe ich noch eine Flasche her? So. Hier liegt bestimmt auch noch was rum. Da, am Ärmel. Firefly. Ja, die sind vom Pech verfolgt. In der Stadt wie draußen. Molotov Cocktail. Na, hoffen wir, dass noch jemand lebt, der zum Treffpunkt kommt. Ja, okay. Das ist eigentlich so ziemlich das Beste, was man hier so an Zeug haben kann. Molotov Cocktails. Weil man da gleich mehrere Gegner mit verbrennen kann und die zünden sich auch manchmal gegenseitig an. Das ist schon ganz lustig. Ja, was hat der? Nur eine Karte. Trifft dich mit dem zweiten Firefly-Team beim Rathaus. Mädchen 1,60. 14 Jahre alt, rothaarig, okay. Aus der Quarantänezone. Siehst du? Nicht unsere Leute. Geht also offensichtlich um die Ellie. Ja. Muss ich jetzt schon wieder hin? Stehen schon wieder alle im Weg. Was soll das? Also die Treppe kann ich nicht hoch. Kann ich auch nicht hochklettern. Ah, okay. Da komme ich durch. Da drüben. Siehst du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Gut, dass die Klicker blind sind, aber ich mach trotzdem mal lieber das Licht aus. Ja. Achso, okay.
wenn man ganz langsam geht, quasi mit dem linken Stick ganz langsam sich bewegt, dann hören die Klicker einen nicht. Aber man darf auch, glaube ich, nicht zu nah rangehen, dann hören die einen trotzdem. So, ich nehme erstmal alles mit, was es jetzt zu holen gibt. Falls es was zu holen gibt. Nein, es gibt natürlich nichts zu holen. So ein Scheiß. Oder er klickert schon wieder rum. So, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich bastel mir erstmal so ein zweites Molotow. Das Blöde ist ja, die haben dieselben Inhalte wie also so ein Medikit. Also wenn wir eine Molotow-Cocktail basteln, dann haben wir ein Medipack weniger. Ich glaube, ich zünd die jetzt alle mal an. Machen so eine kleine Party hier. Erstmal gibt's Bier für Krach. Das zieht die Leute an. So. Und dann gibt's auch schon wieder kleines Lagerfeuer. But we don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker, burn. So, sie zünden sich nämlich gleich selber an. Weil die denken, da ist die Action in der Ecke. Und dann rennen die da an das Feuer rein, die Trottel. So, jetzt dürften es auf jeden Fall schon mal ein paar weniger sein, aber hier sind, glaube ich, trotzdem noch einige unterwegs. Deswegen gehe ich jetzt erstmal ein bisschen langsam durch. Vielleicht habe ich natürlich auch schon alle verbrannt, aber ich glaube ja nicht dran. Und die haben natürlich auch nichts, die Wichser, was soll das? Ach, vielleicht habe ich die auch schon alle verbrannt, egal ob die jetzt was hatten oder nicht. So, was gibt's hier zu holen? Derek von der Buchhandlung lässt uns seinen Safe benutzen. Leg mein Zeug rein, wenn heute Abend geschlossen wird. 34378, okay, also. Hier kommt jetzt ein erster Safe. Da gibt's ja auch wieder so eine Trophy für, wenn man alle Saves im Spiel gefunden und aufgemacht hat. Der müsste ja auf der anderen Seite sein, da hinten sehe ich doch schon wieder einen in der Ecke rumzappeln. Da gehe ich erstmal nicht lang. Ich glaube, ich komme ja auch gerade irgendwie durch. Aber ich glaube, durch die Molotovs haben wir schon mal eine ganze Menge Gegner eingespart. Ah, ich habe schon wieder einen Klicker. Kann ich nicht mal wegbleiben? Geh mal lieber hinten durch. Bevor ich hier zu viel Krach mache. Die anderen machen aber trotzdem zu viel Krach. Warte mal, da hinten steht noch einer. Und da steht auch schon wieder einer rum, so eine Scheiße. Geh weg. Aber den kann ich vielleicht auch lautlos ausschalten, weiß ich nicht. Ich gucke erstmal, ob das jetzt jemand gehört hat oder nicht. Machen wir erstmal die Regal auf. Und hier gibt es einen Stein daneben. Ah, scheiße, der Klicker kommt angeklickert. Aber der kommt hier nicht rein, okay. Ich lasse den erstmal weiterlaufen. Nicht, dass das wieder Krach macht, wenn ich hier den Safe in der Ecke aufmache. Na komm, klicker mal zurück, Kleiner. So, sehr schön. Okay, safe aufgemacht. Ich hoffe mal, das hat er jetzt nicht gehört. Ich gehe einfach mal vorbei. Ich muss nämlich sowieso in die Richtung. Das ist natürlich optimal, wenn man in die Richtung des Klickers muss. Aber mit dem Stein sehe ich zumindest halbwegs die Position von den Viechern, wenn die da rumkrabbeln. Weil dann wird er immer so ein bisschen anvisiert. Deswegen in meine Richtung. Ah, scheiße, scheiße. Geh weg, Klicker. Kommt von hinten auch einer? Nee. Gut, gehe ich wieder zurück. Ich hasse die Dinger. Und
Tja, ist eigentlich komisch, dass die jetzt die Ellie nicht gehört haben, weil die was gesagt hat und hier die Leute schon alle direkt daneben haben. Ist klar, aber mich hören sie direkt. Was soll das? So, ich lasse ihn jetzt mal nach links klickern und dann gehen wir nach rechts vorbei. Boah, der geht wieder direkt zurück, oder was? Was soll der Scheiß? Ah ne, der geht in die Mitte, so wie es aussieht. Oder auch nicht. Das haben die doch extra so gemacht hier. Vielleicht, aber ich klatsche einfach mal in der Mitte lang. Wenn er da rechts lang klickert, dann gehe ich halt da lang. Ich hoffe bloß mal, dass jetzt nicht noch mehr in der Ecke rumstehen. Das wäre jetzt ein bisschen ungünstig. Aber er klickert da rechts lang. Na scheiße, ich muss sowieso darüber. Vielleicht kann ich ja, ach, lass mal den nach rechts laufen, wieder zurück. Und dann springe ich hier einfach mal drüber. Da steht aber noch einer. Oh. Alter, das gibt's doch nicht. Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los. Mist. Ich weiß nicht, ob man Klicker von hinten abmurksen kann. Aber ich glaube bald immer nicht irgendwie. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es versuchen soll, weil nachher muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich glaube, so viele waren es ja eh nicht mehr. Zur Not schieße ich die halt einfach ab, den Rest. Ja, ich schmeiß den einfach aus dem Kopf, scheiß drauf. Achso, der Scheiß, das stimmt, das ging ja gar nicht. Ach, ihr macht das schon, tschüss. Ja, cool. Das lief jetzt nicht so optimal, aber im Endeffekt musste der ja sowieso da weg, weil der stand ja direkt daneben. Und wenn die jetzt irgendwo rumklickern, dann kann ich ja wenigstens dran vorbeilatschen, um dann doch noch da in die Ecke zu kommen. Ja, der läuft jetzt nämlich in der Mitte rum und der andere auch. Ist jetzt nicht unbedingt optimal, aber... Alter Scheiße, hier. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen, den hässlichen Runner, der da noch in der Ecke rumzappelt. So, wo sind jetzt die Klicker alle hin? Vielleicht schaffe ich es ja jetzt schnell mal in die Ecke hier. Okay, na los. Na, beeil dich mal. Ich geh mal zuerst hoch. Komm schon, geh weg, geh weg. So, ihr könnt ruhig verrecken. Tschüss. So, ich glaube, hier unten waren jetzt erstmal keine wieder. Oh Mann! Wir haben es tatsächlich geschafft. Sind alle okay? Ja, gehen wir. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Ja, das lief hier zumindest tatsächlich besser als die Runde davor. Obwohl das jetzt, glaube ich, sogar mehr waren als davor. Aber hier war zumindest mehr Platz. Und das ist eigentlich immer gut, wenn man so im Kreis rennen kann, quasi. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Ja, wenn man mehr Platz hat, dann killt die einen halt auch nicht direkt. Was? Da an die Ecke? Okay. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Erstmal wieder das Licht hier ausmachen. Ich höre doch schon wieder welche hier. Aber es sind zumindest nur Runner, wie es aussieht, ja. Ja, den kann ich bestimmt auch lautlos ausschalten. Der steht so ein bisschen in meine Richtung, da gehe ich lieber von der anderen Seite rein.
So, sind jetzt nur die zwei, oder? Ah ne, da hinten steht noch einer, also drei. Halt's Maul und stirb. Alles klar, also das läuft schon mal deutlich besser. Kann ich den ja auch noch ganz einfach da... Schön ins Gesicht getreten. Okay. Na, wieder leere Fächer. Wurden gerade erst verwandelt. Okay, dann mal los. Ja, am meisten habe ich mich ja jetzt echt aufgehalten mit dem vorletzten Kampf. Ey. Weiß ich jetzt nicht, ob ich nicht lieber ein Medipack hätte machen sollen, aber jetzt ist es eh zu spät. Ja, komm. Hier gibt's noch was. Ja, jetzt weiß ich gerade nicht, was ich aufgehoben habe. Joel, hier drüben. Ah, hier gibt's nichts mehr. Vielleicht kommen wir hier durch. Ja, das lief ja zu letztes Mal. Sorry, ich meine. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Sie kommen! Ich weiß! Du hast da was am Schuh. Eklig. Tja, das ist in der Tat ein bisschen eklig. Und die gingen ganz schön ab hier. Kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Aber hier muss ja endlich mal irgendwas geben. Ah, ein Tisch. Vielleicht kann ich hier noch was vorher finden, bevor ich da was am Tisch werke. Okay, wieder irgend so ein Zeug. Ich schlich weg. Ist hier noch was? Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Johanna nennt, ist zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. So, hat sie irgendwas erzählt, naja. Okay, hier geht's weiter.